Привет, я Анастасия. Hallo, ich bin Anastasia. Viele von euch haben uns darum gebeten, Übungen zum Podcast zu machen. Und jetzt ist es soweit. Wir haben einen Kurs mit Übungen zum Podcast gemacht. Und damit du dir das Ganze besser vorstellen kannst, schauen wir uns den Kurs doch einfach an. Hier sind wir auf der Kursübersichtsseite. Die Übungen zum Podcast sind in zwei Kapitel unterteilt. Ein Probekapitel mit Übungen zu den ersten 5 Lektionen zum Ausprobieren und ein Kapitel mit dem Rest der Übungen für unsere Russlandjournal Plus Abonnenten. Um zu den Lektionen und Übungen zu kommen, kannst du hier ausklappen oder auf das Kapitel klicken. Hier siehst du die Lektionen und die Übungen dazu. Wenn du auf eine Lektion klickst, kommst du zur Lektionsseite mit Links zur einzelnen Podcast-Lektion und einer kurzen Info zu den Übungen. Die Übungen sind unten auf der Seite. Sie sind interaktiv und abwechslungsreich. Ich zeige dir jetzt ein paar Beispiele für die verschiedenen Arten von Übungen. Es gibt Übungen wie diese, bei der nur eine Antwort ausgewählt werden kann. Es gibt auch Übungen, bei denen mehrere Antworten ausgewählt werden können. Hier siehst du übrigens auch, dass es bei manchen Übungen Tipps gibt. Um den Tipp anzuschauen, einfach auf den Button klicken. Es gibt auch Drag-and-Drop-Übungen. In diesem Beispiel müssen wir das Wortpaar vervollständigen, indem wir diese Elemente in die rechte Spalte ziehen. Zum Korrigieren ziehen wir die Elemente wieder nach oben und verteilen sie neu. So, dann haben wir auch Sortierübungen, wie diese hier. Hier müssen wir diesen deutschen Satz übersetzen und dafür die russischen Wörter in die richtige Reihenfolge ziehen. Es gibt auch Übungen, bei denen wir Text eingeben müssen, manchmal in Deutsch und manchmal in Russisch, wie hier. Dafür musst du dir die russische Tastatur einrichten. Einen Link mit Infos zum Einrichten findest du in der rechten Spalte. So, zurück zu unserer Frage. Jetzt schalte ich hier oben auf Russisch, damit ich auf Russisch tippen kann. Es gibt Übungen, bei denen wir uns etwas anhören können. Einzelne Wörter wie hier oder längere Texte wie hier. So, das ist, glaube ich, genug für einen kurzen Überblick. Wenn du mit einer Übung fertig bist, klickst du unten auf Übung auswerten, wartest kurz, bis die Seite automatisch nach oben scrollt, siehst hier die Auswertung und kannst auf diesen Button klicken, um dir die Fragen mit den Lösungen anzusehen. Die Übungen kannst du so oft, wie du möchtest, wiederholen. Auf der rechten Seite gibt es eine Schnellnavigation. So kannst du zwischen Übungen und Lektionen wechseln, ohne immer zur Kursstartseite zurückzukehren. Hier unter der Schnellnavigation findest du weitere Infos, zum Beispiel zur Hilfeseite mit den häufigsten Fragen oder zu den Anleitungen zum Einrichten der russischen Tastatur. Derzeit gibt es Übungen zu den ersten 21 Lektionen. Wenn die Podcast-Übungen gut angenommen werden, werden wir den Kurs mit weiteren Übungen nach und nach ergänzen. Ganz wichtig! Wenn du an weiteren Podcast-Übungen interessiert bist, lass es uns gerne wissen. Du kannst es machen, indem du dem Video einen Daumen nach oben gibst und/oder einen Kommentar schreibst. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn du während der frühen Aufbauphase Russlandjournal Plus Abonnent wirst, profitierst du vom derzeit günstigen Abo-Preis. Damit kannst du den aktuellen Preis auch für die Zukunft sichern, weil er für bestehende Abonnenten gleich bleiben wird. Für Neuabonnenten werden wir den Preis
mit dem weiteren Ausbau der Übungen voraussichtlich erhöhen. Ein Abo hat übrigens auch weitere Vorteile. Damit kannst du russlandjournal.de werbefrei nutzen und von Rabatten auf weitere Produkte profitieren. Ausführlich Infos zum Abo findest du auf unserer Shopseite. Also probiere die Übungen zum Podcast einfach aus und lasse uns wissen, wie sie dir gefallen und ob du mehr davon haben möchtest. Den Link zu den Übungen findest du unten in der Videobeschreibung oder hier oben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich auf Feedback. Baka!